und zu Ehren des Siegers die Nationalhymne von Deutschland. Und einmal die Siegerfotos, stellt euch zusammen, zusammen mit unseren Damen. Das die Sieger der DJKM. Dankeschön. Wir rufen zu uns die Sieger der DSKM. Das zweite Rennen wollen wir hier prämieren und wir haben hier auch die ersten fünf. Auf den fünften Rang für den deutschen Motorsport Mach 1 Motorsport, die Startnummer 206 aus Irland, John Norris. Platz 4. Geht an das PDB Racing Team, an die Startnummer 205, an die Niederlande, an Guus Spekken. Dritter Platz für das Pex Racing Team, die Startnummer 236. In die Niederlande geht der dritte Platz an Stan Pex. Platz 2 für CDD Sport aus Frankreich, der Bewerber, der Fahrer aus Italien, Startnummer 257, Marco Zanchetta. Und der Sieger mit einem überragenden Wochenende. Power Kart Racing ist der Bewerber, der Sieger hat die Startnummer 220. Herzlichen Glückwunsch, Menno Pauwe. Und zu Ehren des Siegers hören wir die Nationalhymne der Niederlande. Dankeschön. Willkommen zusammen, ein Siegerfoto. Und dann wollen wir noch zwei Pokale vergeben, also 5+1. Einmal den Pokal für das beste Team und den Pokal und die 5 Pokale für die DKM. Genau, also das erstmal DSKM.
und dann das beste Team, der beste Teamchef im Anschluss daran. Dankeschön. Die DKM haben wir noch vor uns, das zweite Rennen, das letzte Rennen des heutigen Tages. Da wollen wir auch die fünf Gewinner ehren und rufen zu uns den Fünftplatzierten für das CAG Kaiser Racing Team, Startnummer 25 aus Großbritannien, Will Stowell. Der vierte Platz geht an die Startnummer 36. Storm Development ist das Team, ist der Bewerber. Er kommt aus Dänemark. Herzlichen Glückwunsch, Christian Sørensen. Der dritte Platz geht an TK Racing, Startnummer 22, Dänemark, Nikolaj Kjærgaard. Platz 2 fürs CAG Kaiser Racing Team, der Niederländer mit der Startnummer 1, Martijn van Leuven. Und jetzt sind es noch zwei Pokale. Einmal fürs RB Racing Team, SA oder SA, die Startnummer 11, hier ist der Gewinner, Richard Verschoor. Und zu Ehren des Siegers die Nationalhymne der Niederlande. Dankeschön. Einmal das Siegerfoto. Die Sieger. Und wir wollen dann noch ehren das beste Team des Wochenendes, den besten Teamchef, die beste Strategie des Wochenendes. Und ich rufe jetzt direkt auf, nicht, dass wir weg sind. Bestes Team dieses Wochenende ist das CRG Kaiser Racing Team. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wenn ein Vertreter von euch da ist, kommt bitte hoch und holt euch diesen Sonderpokal bei uns ab. Also haben wir einen Vertreter von CRG Kaiser da. Sonst Vorteil müssen wir mitnehmen.